Für One Piece sind wieder besondere Booster am Start. Öffnen, rippen, Freude und Abfahrt. Hello, Saiyajin-Freunde und meine One Piece-Fans. Yes, vor allem von den besonderen Events, von den besonderen Karten, die man nur da bekommt. Und ihr seht jetzt hier schon, ich habe 10 Booster von diesen Special Events, also wie Treasure Cups, wie Regionals offline und online. Wir gucken uns diese geilen Karten jetzt mal in Ruhe an und öffnen und freuen uns. Lasst natürlich auch gerne ein kostenloses Abo da, einfach da draufklicken, Glocke aktivieren, gerne natürlich auch direkt mal einen Daumen nach oben für ein bisschen Support, da freue ich mich sehr drüber. Wenn ihr das alles macht, Leute, dann springe ich hier in die Luft wie dieser geile Ruffy. Als erstes gucken wir uns jetzt, weil das ist ja sozusagen schon offen, diese wunderschöne Don an mit Ruffy in Gear 5. Ich finde auch wirklich eine sehr, sehr coole Don, macht richtig was aus. Ich mag diesen Moment schon sehr gerne. Mich hat er gepackt, ich hoffe euch auch. Gab es jetzt bei den neuesten Treasure Cups und Regionals je nach Platzierung dazu. Wir starten sozusagen von hinten nach vorne zu den ganz aktuellen Sachen zuletzt und legen los. Ihr wisst ja, ich bin auch Judge, deswegen darf ich diese wundervollen Judge-Packs bekommen. Und wir gucken mal rein. Eine Karte ist immer drin. Unser X-Drake. Okay, die Karte habe ich schon relativ oft gezogen. Nicht das krasseste, aber hey, ich mag diese Stamps. Wir gucken direkt in den anderen rein. Es gibt 12 verschiedene. Es ist fast alles dabei. Khalifa, Buggy, wie man hier natürlich sieht. Auch Eventkarten. 3000 Worlds ist auch mit am Start. Direkt weiter mit den Online-Regionals von 2023. Hier gab es insgesamt 6 Karten und auch hier wieder eigentlich in der Regel ist es immer eine Karte pro Pekurobu. Also, habe ich noch nicht. Immerhin eine neue Karte in der Sammlung und hier mit 2023 online. Das gleiche gibt es jetzt auch nochmal für offline. Also da wird auch streng unterschieden. Offline und Online-Variante. Unser Kobe. Let's go. Ich finde das Artwork schon sehr geil, muss ich sagen. Mit Shanks im Hintergrund ist es schon eine epische Szene. Deswegen auch wirklich ein geiles Artwork für unseren Kobe. Jetzt 2 Event Packs von Volume 2. Let's see. Unser General Franky. Ich muss sagen, wie gesagt, also diese Artworks really sweet. Wir haben einmal Franky. Jetzt gucken wir ins andere mal rein, was wir hier noch Schönes ziehen. Volume 2, nicht das beliebteste, muss man mal echt sagen. Und nochmal, ja, let's go. Können wir direkt mal gucken und hier ja eine Army anscheinend mit Franky aufbauen. Jetzt haben wir ihn zweimal. General Rasta! Die besonderen Sachen zum Schluss. Ganz aktuell online Regionals 2024. 4 Karten könnten es sein. Und wir haben unseren Sanji. Den 2-Kost damals noch aus OP3. Ja, mit Feuer. Ich finde, Sanji hat hier echt deutlich Support bekommen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das nächste, zweite. Mal gucken. Ich hoffe, eine andere. Yes, Scratch Man, Apu. Immerhin unterschiedliche Karten, so hat man alles mal. Und die Burner zum Schluss. Event Pack Volume 3. Alle wollen sie haben. Ich muss sagen, ich möchte gerne den Zorro. Yes, da ist er. Ihr wisst ja, ich spiele gelb. Deswegen eine sehr geile Karte. Wir haben lange drauf gewartet. Die Japaner hatten sie schon lange, ne? Wir wollten es gerne auch in unseren Decks haben. Da ist Zorro. Jetzt gucken wir mal auf die anderen. 4 verschiedene gibt es auch hier. Und let's go, nochmal Zorro. Okay, okay. Keine Abwechslung, aber ich wollte es eigentlich für meine gelben Decks. Deswegen bin ich happy darüber. Wir haben zweimal schon mal den Zorro uns hier gesneakt. Und ich würde sagen, ich glaube, es ist sogar die teuerste Karte aus dem Set. Ich blende das hier nochmal ein. Und yes, ich freue mich. Es sind wirklich, wirklich hübsche Karten, geile Artworks dabei.
Sassiger, der. Besondere Events, besondere Karten. Auf manche davon mussten wir lange warten. Wie gesagt, ich bin happy. Es sind sehr, sehr geile Karten dabei. Wie gesagt, Zorro war wirklich meine Wunschkarte. Der ist jetzt sogar zweimal vorhanden. Und die Artworks von diesen Special Boostern liebe ich sehr. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Karte. Schreibt gerne in die Kommentare, welche findet ihr am schönsten, welche ist euch am wichtigsten, was fehlt euch vielleicht noch. Leute, ihr wisst ja auch, wir können tauschen. Guckt auch zum Beispiel mal auf meinem Discord. Außerdem guckt doch hier in das andere Opening rein. Da sehen wir uns dann schon wieder. Es dauert nicht lange. Let's go, eure Saiyajin.